Stellvertretend für den Hells Angels Nomads MC Nomads Germany begrüße ich hier alle anwesenden Biker, Brüder, Freunde und eure Familien. Es ist ein überwältigendes Gefühl, so viele von euch hier stehen zu sehen, vereint im Kampf für unser Recht und Freiheit. Wir befinden uns hier an einem besonderen Ort, dem Platz des 18. März. Dieses Datum steht für zwei bedeutende Ereignisse der deutschen Geschichte. Zum einen für die Märzrevolution von 1948 und zum anderen für den Tag der ersten freien Volkskammerwahlen in der damaligen DDR am 18. März 1990. Es haben sich die Menschen hierbei eindrucksvoll mit allen Ungewissen und Gefahren für ihre Freiheit entschieden. Die Märzrevolution von 1948 war trotz ihres Scheiterns der Beginn einer Bewegung, aus der die Ideen und die Grundlagen für eine freiheitliche Demokratie in Deutschland gewachsen sind. Unsere heutigen Grundrechte, alle Menschen sind gleich, Vereinsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, freie Wahlen sind in unserem Land die Ergebnisse dieser Bewegung. Es dauerte noch 100 Jahre, bis diese Rechte durch das Grundgesetz festgeschrieben und somit die Basis für eine freiheitliche Demokratie in unserem Land geschaffen wurden. Das Ergebnis der Volkskammerwahl von 18. März 1990 war ein Signal für die deutsche Einheit. Viele Menschen glaubten damals, dass es für alle ein unwiderruflicher Garant, dass diese Rechte alle im zukünftigen vereinten Deutschland manifestiert sind. Dies war und ist ein Irrtum. Immer und zu jeder Zeit muss man für seine Freiheit und seine Rechte eintreten, diese einfordern und dafür kämpfen. In diesem Sinne, sportfrei und fröhliche ACW.